Schönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zum Videobeweis. Vor uns steht der fünfte Spieltag. Der fünfte Spieltag. Jetzt schon dramatischen Bundesliga-Saison. Genau, und Uli Hesse ist heute für euch da. Und Jens Kirschneck. So ist es. Der noch nicht in der Bundesliga spielt, aber nächstes Jahr wahrscheinlich, ne? Also das ist meine natürlich. Ich habe auf jeden Fall mit dem Meisterschaftskampf in der Bundesliga nichts zu tun, als Fan von Arminia Bielefeld. Uli Hesse als Anhänger von Borussia Dortmund hingegen schon. Hoffen wir zumindest. Es ist allerdings nicht, wie manche vorher geargwöhnt haben, ein Zweikampf, sondern ein Vierkampf. Ein Vierkampf? Ja, dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich, okay. Das wird Uli Hesse im Laufe dieses Videobeweises auflösen. Wir steigen ein mit dem Freitag und dem Spiel Schalke gegen Mainz. Wenn ich jemals ein 0-0-Spiel gesehen habe, dann dieses. Schalke gegen Mainz? Nein. Ja, doch, Schalke hat eindeutig das Torpulver. Verschossen? Wenn es sowas gibt, ja. Was ist das Torpulver? Wie oder was ist das Torpulver? Wie sieht es aus? Woraus stellt man es her? Naja, ich sag mal, erstens schießen sie ewig überhaupt kein Tor. Mhm. Dann fünf von Paderborn. Und das war's jetzt. Rein rechnerisch muss das jetzt für die nächsten 3-4 Wochen leiden. Ich sag mal, Kollege Horn-Ulich wird mir sicher recht geben. Also ich glaube nicht, dass Schalke ist ja trifft. Mag ja alles sein, Uli. Aber was ist das Torpulver? Ja. So ein Gebräu. Ich will das haben. Das ist ein Gebräu. Ich brauche das. Brauchst du wirklich ich brauche das. Arminia Bielefeld, beste Zweitliga-Mannschaft des Kalenderjahres 2019. Ist richtig. Hier in so ein Gebräu, was David Wagner mitgebracht hat aus England. Und du hast also ich sage 0-0. Okay. Ich sage 2-0 für Schalke. Sie finden ihr Torpulver rechtzeitig wieder. Auch vor diesem Spiel. Und Mainz bleibt unten drin hängen. So, Bayern gegen Köln. Bayern gegen Köln. Ich sage, dass Niko Kovac völlig überraschend Manuel Neuer auf die Bank setzt, weil er sagt, Sven Ulreich, wir haben einen guten Mann, der hat auch mal verdient zu spielen. Prompt patzt Sven Ulreich und Bayern spielt nur 2-2 gegen den 1. FC Köln. Was für eine abstruse Theorie. Und was sagt Uli Hoeneß dazu? Ja. Uli Hoeneß wird sagen, dass die Westdeutsche Presse, ja, also in diesem Fall die Kölner Presse, weiß ich keine Ahnung, was Uli Hoeneß sagt. Okay. Wird sich halt wieder aufregen, wie immer. Und dann ich glaube, dass Bayern das Spiel mit 3-0 gewinnt und Manuel Neuer oder Sven Ulreich oder Christian Friedl oder wer auch immer da im Tor steht. Was ist der Friedl? Keine Ahnung. Ich muss der dritte Torwart? Ja, wahrscheinlich hast du den wahrscheinlicheren Tipp, aber... Okay, auf jeden Fall kriegt der Bayern-Torwart, wer auch immer im Tor steht, keinen aufs Tor. Und deshalb 3-0. So, jetzt streichen wir, ist schön hier auf diesem Plakat vor uns, wo die Spiele aufgeführt sind, jetzt streichen wir einen Buchstaben. Aus Bayern wird Bayer. Sind ja nicht nur die Spiele aufgeführt, sondern auch die Tabellenplätze. Ja. Und dann sehr groß geschrieben auch für uns, gerade für uns. Für uns Alterssichtige. Ja. So wissen wir auch, wer spielt. Genau. Nämlich Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Ja. Da steht 8. gegen 12. Das hätte man so jetzt auch nicht erwartet, oder? Keins von beiden wahrscheinlich, oder? Nee. Unser Peter, sag ich mal, ist ja immer, in gewisser Weise ist immer noch unser Peter Bosch oder Boss oder wie auch immer. Hängt gerade so ein bisschen durch, muss ich sagen. Ja. Es läuft nicht so ganz ideal für ihn. Ne? Das kommt mir bekannt vor. Irgendwie bekannt vor. aber ich glaube, er kriegt morgen tatsächlich die Kurve. Okay. Mit Hängen und Würgen zwar, aber Bayer Leverkusen schlägt Union Berlin 3-2. Das heißt, du glaubst, es geht mit eurem Peter nicht zu Ende? Sondern er hat nur eine Delle, eine zwischenzeitliche Delle. Ja, ich glaube, in Leverkusen würden sie auch, sagen wir mal, ihn ein bisschen lassen noch, weißt du? Also, die geraten nicht so schnell in Panik wie gewisse westfälische Clubs. Gleichwohl glaube ich, dass die Bayer-Delle noch ein bisschen tiefer wird und das wird so ein eher so ein ergurktes 1-1 und danach bricht selbst in Leverkusen Unruhe aus. Okay. Apropos Unruhe, das wollte ich schon den ganzen Tag sagen. Hertha gegen Paderborn. Ja. Apropos Unruhe. Womit wir nicht sagen wollen, dass in Paderborn Unruhe herrscht. Ne? Nein. Trotz Platz 17 nicht. Nein. Aber Hertha, man muss sich das mal vorstellen, 2-2 im ersten Spiel bei den Bayern. Man denkt gleich jetzt so mit neuem Investor im Rücken, die starten jetzt so richtig durch. Und 5 Wochen später ist immer noch der einzige Punkt, den sie haben. Ja. Bitter, ne? Das ist bitter. Ist das wohl in den Plänen drin? Was ist in den Stadionplänen drin? Ist das also sozusagen eingerechnet, was passiert, wenn Hertha tatsächlich absteigen sollte? Ulrich, wir sind am 5. Spieltag. Ja, na ja, gut. Wir sind am 5. Spieltag. Aber wir haben ein Duell im Keller. 18. gegen 17. Ja. Oder? Pass mal auf. Wenn Hertha das nicht gewinnt morgen, dann hängen sie aber auf absehbare Zeit unten drin. Da muss fast bald Dardai zurückkommen, oder? Ja. Der übrigens habe ich jetzt gelesen bei den alten Herren spielt, ne? Hertha. Und
aber keine Spielerlaubnis hat oder so. Jedenfalls hat er, ist egal. Ist ein anderes Thema. Wir schweifen. Ja. Aber bei Hertha läuft gar nichts zusammen. Ja. Sie gewinnen dieses Altherrenspiel 3-2, kriegen die Punkte aber abgezogen, weil Palda da nicht spielberechtigt war. So ist das gerade hier in Berlin. Aber das war arm jetzt, und nicht sexy. Aber du hast jetzt das Bundesligaspiel getippt oder das Altherrenspiel? Nein. Das ist meine Idee, oder? Ja. Na, tipp jetzt das Bundesliga. Nee. Bis auf Hertha schlecht, Paderborn 3-2. Aber bekommt die Punkte am grünen Tisch aberkannt, weil irgendjemand nicht spielberechtigt ist. Gut. Hertha verliert gegen Paderborn 2-3. Dann sparen wir uns den ganzen Schmonzes. Und dann brennt der Baum. Aber so wirklich? Viel steht fest. So. Apropos Baum brennen. Wir können jetzt nicht vor jedem Spiel apropos sagen. Dann kommen wir zur vierten Mannschaft im Titelrennen. Das ist natürlich der SC Freiburg. Ach so. Ja. Dauerseher dieser Doku-Soap hier werden sich vielleicht erinnern, dass Tobi und ich vor dem allerersten Spieltag gesagt haben, ja, alles klar, sagen wir mal, mit der Personalie DFB-Präsident steht Freiburg eine gute Saison ins Haus. Ne? Weil sie jetzt Einfluss haben beim DFB oder ja, was meinst du? Ich sag mal, den Club des DFB-Präsidenten, den lässt man nicht absteigen. Genau. Den wird man nicht ab. Ich meine, dass der gleich oben mitspielt, hätte man auch nicht gedacht. Ja. Aber das tut der SC Freiburg und er spielt jetzt gegen den FC Augsburg. Das heißt, er hat verdammt gute Chancen, auch noch eine weitere Woche oben mitzuspielen. Ja. Und das tut er auch, glaube ich. Ich glaube, Freiburg gewinnt 2-0 gegen Augsburg. Ich glaube, das Spiel geht 1-1 aus. Und die Freiburger sind nicht mal unzufrieden damit. Wieso war Augsburg so ein bisschen underperformed bis jetzt, haben aber im letzten Spiel dann doch auch mal gezeigt, was sie können. Ich meine, sie werden immer so chronisch unterschätzt, aber unabhängig davon, dass sie jetzt ein bisschen viel Unruhe im Verein gehabt haben in der letzten Zeit, sind sie doch seit mittlerweile diversen Jahren ein recht zähes Mitglied der Eliteklasse. Nicht nur das, die machen jedes Jahr Gewinn. Siehste? Habe ich heute gelesen. Muss ich mir seit mal Jahren Augsburg in meinen schwarzen Zahlen. Muss ich mir mal durchlesen, wie kann man denn mit Fußball Gewinn machen? Aber weiß Augsburg schießt irgendwie. Augsburg. Geil. Ich meine, muss ich mir mal durchlesen, wie sie das machen. Ich mache nämlich nie Gewinn. Apropos Gewinn machen. Was? Ulrich! Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. Wem gehören eigentlich diese beiden Clubs gerade, die jetzt am Samstagabend sich duellieren werden? Nämlich der AC Mailand und Inter Mailand. AC Mailand war doch mal Chinesen. Doch, genau, Chinesen benommen. Klappt auch jetzt nur so halb gut irgendwie, ne? Ja. Inter, wurde Inter gerade die ganze Kohle her? Weißt du das? Ich verweigere die Aussage. Okay. Ich kenne mich da mit den Eigentümerverhältnissen nicht so gut aus. Ich dachte, du erklärst mir sowas. Nee. Ich sehe das Spiel jetzt auch gerade erst vor mir. Ich dachte, wusste ja gar nicht, was wir tippen. An diesem Slot, wie man sagt. Du weißt, was ich meine? Ulrich, pass mal auf. Ich bin dafür, wir nähern uns diesem Spiel über die Emotionen. Und nicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse. Ja. Weil es gibt, vor Jahren gab es mal einen Clip mit einem Reporter. Wir haben den sogar auf der Lesereise lange gezeigt, der dermaßen aus sich herausgeht. Ein Italiener. Ja, als Milan aus einem 0-2, glaube ich, ein 3-2 macht. Ist das einer von diesen, die nicht im Stadion sind, die das nur am Fernseher sehen und dann, was ist das? Nee, der sitzt im Stadion. Okay. Das ist so ein Walross, oder? Ich glaube schon, das ist so ein Walross-Schnurrbärtiger. Berühmter Milan-Reporter. Ich muss mal zu eurer Lesereise kommen. Soll ja ganz gut sein. Ja. Man kriegt so schwer Karten. Ja. So ist das mit dem Erfolg. Wir verschwafeln hier alles weg. Also komm, AC Mailand gegen Inter Mailand, du zuerst. 1-2. 1-2. 2-2. Ja. In jedem Fall wird der schnurrbärtige Mann, so er noch lebt, was ich nicht weiß, nicht wirklich glücklich. Okay, wir kommen Fast hättest du jetzt gesagt, apropos. Nee, ich sage jetzt gar nichts mit apropos. Ich sage einfach, wir kommen zum Sonntag, Gladbach gegen Düsseldorf. Derby. Wird das als Derby empfunden? Ja, ich glaube schon. Definieren die Gladbacher sich nicht über Köln? Ja, schon, aber ich glaube, alles, was in dieser Gemengelage da passiert, da unten, da, weißt du, auch so kreuz und quer, sagen wir mal, Leverkusen gegen Düsseldorf oder Leverkusen gegen Gladbach, okay, vielleicht rutscht da Aachen sogar noch irgendwie rein. Alles Derby. Bist du verrückt? Ich trage das Trikot, deshalb traue ich Fortuna Düsseldorf und dem alten Fahrensmann Friedhelm Funkel einen 1-0 Überraschungssieg in Gladbach zu. Wenn ich die Fachpresse verfolgen würde, was ich natürlich nicht tue, hätte ich heute gelesen, dass Friedhelm Funkel in der Tat eine sehr gute Bilanz hat gegen Gladbach. Und deswegen glaube ich auch, dass er da, ich glaube nicht, dass er mit einem Sieg rauskommt, aber er holt ein sicheres 1-1. Ich glaube, Gladbach muss sich strecken, um den Punkt zu holen. Okay. Gladbach, Düsseldorf 1-1. Wo du gerade dein Trikot erwähnst, vielleicht sollten wir an dieser Stelle sagen, warum ich dieses Trikot trage. Bitte. Weil wir tippen in die Bundesliga, aber es ist ja gar kein Bundesliga-Trikot. Nö. Sondern auf absehbare Zeit nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Entschuldigung. Als echter Top-Profi nutze ich diese Gelegenheit nämlich, um ein bisschen Werbung zu machen für unser neues Heft.
Und die Titelgeschichte dreht sich um eben all diese Clubs. Oder nicht um all diese Clubs, sondern um einige, die wir schon erwähnt haben. Lautern, Aachen, Waldhof. Lautern dazu kommt. Ja, Waldhof. 60. Aber Waldhof könnte eigentlich fast wieder. Ich glaube, die sind echt auf dem Aufsteigen lassen. Ne? Ja. Preußen-Münster und so weiter. All diese großen Traditionsclubs, die, denen es nicht gut geht, aber wo die Leute trotzdem hingehen. Ja. Unermüdlich. Genau. Deswegen unkaputtbar. Und deswegen ein Kaiserslautern-Trikot. Obwohl jetzt das Spiel meines Vereins kommt. Ja. Dortmund, Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ja, Dortmund in Frankfurt. Beide ein bisschen erschöpft mutmaßlich vom Europapokal. Die einen gegen Barcelona, die anderen gegen Arsenal. Was so für Spiele? Höhepunkt. Ja. Dortmund, Barcelona, Frankfurt, ja, Arsenal. Ja. Das immer. Ja, und jetzt spielen sie gegeneinander. Und die Frage ist, wer hat sich besser erholt? Dortmund hatte einen Tag länger Zeit, sich zu erholen. Ja. Ich glaube, dass Dortmund, auch wenn ich eigentlich jetzt allein des Spaßes wegen Uli einen vom Buch hauen möchte, aber ich glaube trotzdem, dass das kann ich selbst machen. Ja, ich glaube trotzdem, dass Dortmund 3-1 gewinnt in Frankfurt. No. Also aus Prinzip tippe ich ja nicht auf den Dortmunder Sieg, deswegen sage ich, wir spielen 2-2, beide Tore, Reus Elfmeter. Also beide Dortmund Tore. Okay. Und letztes Spiel. Zum Schluss, das ist wirklich klasse. Also am Montag. Am Montag, dem beliebtesten Tag der Woche für Bundesligaspiele, die Begegnung, wie sagt unser Chefredakteur Philipp Köster immer, El Plastico? Wo selbst Leute, die es gucken möchten, es gar nicht können, weil sie gar nicht wissen, wo es laufen könnte, oder? Oder weißt du gerade, wo es läuft? Hat The Zone die von Eurosport übernommen, die Montagsspiele? Oder, ja, ne? Wie, oder es könnte. Wie brutal du mich mit meinem El Plastico hast verrecken lassen, ne? Nimmt einfach seinen früheren Gedanken wieder auf und lässt mich im Regen stehen. Ich sage jetzt mal Folgendes, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Sollen wir schneiden und das nochmal machen? Nö, wollen wir nicht. Okay. Ich sage Wolfsburg gegen Hoffenheim 0-0 und Punkt. Ist das nicht dieses Spiel, das Philipp Köster mal als El Plastico bezeichnet? Ich sage nichts mehr. 0-0. Ich bin beleidigt. So. Ja, ich muss ja. Oh. So. Und so stimmungsvoll. Ich muss jetzt Abbitte leisten. Und nein, alles gut. So stimmungsvoll, wie dieses Spiel mutmaßlich wird, beschließen wir auch jetzt den Videobeweis der heutigen Woche und wünschen euch auch und trotz allem ein wunderbares Fußballwochenende. So ist es. Versöhnlich, Ulrich, komm. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Oder ihr seht jemand anders, kann auch sein. Ich gehe jetzt. Tschüss.